den vorliegenden Antrag deshalb, wie bei der ersten Lesung, auch kategorisch ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Henkel. Das Wort hat Herr Kollege Helmut Markort für die FDP. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fakten haben sich zur ersten Lesung nicht geändert. Der Notstand ist nicht da. Ich habe die Zahlen sind schon genannt worden. Um die Langeweile einzudämmen, beziehe ich mich auf die Vorredner, die gesagt haben, mit wie vielen Millionen die BLM, LoRa und Z gefördert hat. Die senden seit 30 Jahren vor einer kleinen Minderheit. Den Kollegen Henkel muss ich korrigieren. Es gibt doch ständige Hörer dieses Radios. Das sind die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, weil die ja dort einige ihrer Kunden zu hören bekommen. Aber die Sender werden gefördert in der DAB+, in der Struktur, in der Technik, und es wird ihnen sogar ein wesentlicher Teil der GEMA und der GVL bezahlt. Das ist ein besonderer Vorteil. Ich weiß nicht, warum die Grünen und die SPD sich so zur Lobby von zwei Sendern machen. Es gibt auch Uniradio und andere private Sender, die nicht gefördert werden. Also wir bleiben dabei, den Antrag abzulehnen. Danke. Vielen Dank, Herr Markwort.